Kautz. Herr Bruder, würden Sie sich Herrn Raab heute Abend als Moderator wünschen und vielleicht an Herrn Rösler eine Frage? Gestern hat die Kanzlerin klar Nein zur Maut gesagt. Das ist ja auch eine Position, die die FDP vertritt. Müssen Sie sich einen neuen Koalitionspartner suchen oder gehen Sie davon aus, dass der CSU-Chef geschmeidig genug ist und dann noch zu einem Koalitionsvertrag findet? Also wir haben ja eine andere Konzeption für heute Abend von der ARD. Die anderen schalten sich ja nicht zu. Das sind die beiden Chefredakteure vom WDR, Bayerischer Rundfunk, und nicht Talkmaster, die ihre Sendung machen. Das haben die zu entscheiden. Egal, wer kommt als Moderator, meine Auffassung ändert sich nicht. Wir haben eine klare Position zur Maut. Die haben Sie zu Recht richtig beschrieben. Die Union scheint sich dann noch zwischen den Schwesterparteien in einer Findungsphase dann auch zu befinden. Aber ansonsten wollen wir die Koalitionsverhandlungen nicht vorwegnehmen. Wie gesagt, unsere Position ist an der Stelle sehr klar. Fragen noch zum TV-Duell von gestern Abend? Dann vielleicht als nächstes Thema, das wir verbinden, Haushalt und das Thema Steuern. Auch keine Fragen. Dann zum Thema Energie. Herr Kollege. Also bei der Verabschiedung des EEG und in der ganzen energiepolitischen Debatte der letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre, hat sich doch herausgestellt, dass die Wachstumsmöglichkeiten der erneuerbaren Energien krass unterschätzt wurden. Warum sind Sie so sicher, dass bis 2030 100% erneuerbare Energien nicht möglich wären? Und was wäre denn daran tatsächlich so schlimm? Zum einen werden Sie, wenn Sie erneuerbare Energie zu 100% haben, die Frage doch zu beantworten haben, was machen Sie eigentlich in der Zeit, in der die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Also zum Beispiel nachts bei Windstille. Da werden Sie, da es bisher keinerlei industriell nutzbare Speicherkapazitäten gibt, nach wie vor auch auf konventionelle Kraftwerke angewiesen sein. Jeder, der Ihnen etwas anderes behauptet, der schummelt Sie an. Und das Zweite ist, ja, es gab einen enormen Zubau im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber auch zu einem enormen Preis. Der Zubau war effektiv und das Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien war effektiv, aber es war eben nicht effizient. In Bezug auf den Mitteleinsatz ist es eindeutig zu teuer. Und warum? Weil wir mit dem jetzigen Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien ein planwirtschaftliches Gesetz haben. Nicht das Spiel von Angebot und Nachfrage legt den Preis fest. Also früher war das mal der Markt, der den Preis festgelegt hat. Die Älteren von uns werden sich daran erinnern. Sondern jetzt legt der Gesetzgeber, nämlich die Mitglieder des Deutschen Bundestages, für jede einzelne Erzeugungsart den Preis fest. Also Planwirtschaft, wenn nicht der Markt, sondern der Gesetzgeber den Preis festlegt. Und die FDP ist die einzige Partei, die jetzt konkret zur Bundestagswahl ein Alternativmodell vorgelegt hat in ihrem Wahlprogramm für das momentan bestehende Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien. Ein Mengenmodell, das den Wettbewerb wieder zurück in das System bringen kann. Denn ja, wir wollen einen Ausbau der erneuerbaren Energien, aber erstens realistisch und zweitens absolut bezahlbar für die Menschen. Und das, was die Grünen sich vorgenommen haben, ist weder realistisch, noch wäre es für die Menschen und Unternehmen bezahlbar. Weitere Fragen zum Thema Energie? Sonstige Themen? Herr Gräbert. Heute der Haushaltsausschuss beschäftigt sich ja mit einem möglichen dritten Hilfspaket für Griechenland. Herr Brüderle, auch Herr Rösler, wie sehen Sie das? Ist das dritte Hilfspaket eigentlich schon fast beschlossene Sache? Sicherlich werden die Opposition das im Wahlkampf ansprechen, aber es steht erst Ende 2014 an. So sind die Maßnahmen ausgelegt, dass man dann überprüft, wie sie gewirkt haben. Sehen Sie richtig? Und keiner glaubt, dass Ende 2014 schon die Probleme Griechenlands alle erledigt sind. Natürlich muss man darüber nachdenken, ob man über die Strukturfonds, Regionalfonds, welcher Stelle zusätzliche Initiativen setzt. Aber immer in der Konditionierung, es gibt nur Hilfe für Griechenland, wenn sie als Empfänger von Solidarität, als Empfänger von Hilfe, das ihnen Möglichen tun, die Ursache ihrer Misere und das Mangel der Wettbewerbsfähigkeit zu beseitigen. Deshalb haben die Griechen selbst in der Hand, was Ende 2014, nicht heute, am 2. September 2013 geschieht. Da darf man sich nicht irritieren lassen. Das war von Anfang an so beschlossen, dass man dann die Maßnahmen, die auch befristet sind, auf Ende 2014 überprüft auf ihre Wirksamkeit und einen Neuzuschnitt wählt. Das ist ein langfristiger Prozess in Griechenland. Aber wir erwarten, dass die Griechen, weil wir solidarisch sind, aber auch nicht doof sind, dass die Griechen auch ihren Beitrag leisten, damit wir hier Fortschritt haben. Kollege in der letzten Reihe. Ja, Adam Mecke vom ARD, meine Kreativ und Kontraste. Eine Frage an den Herrn Minister.
Ihr Wirtschaftsministerium unterstützt Bemühungen der Exportwirtschaft in Mexiko, Rüstungstechnologien zu verkaufen, auch finanziell mit Unterstützung des BMWI. Wie kommentieren Sie das? Wie begründen Sie diese Aktivität angesichts der Menschenrechtsverletzungen und tausender Toter im Drogenkrieg? Also zunächst einmal gibt es klare Verfahren für Exporte. Die sind auf Europaebene einheitlich. Die gelten auch für die Bundesregierung. Die galten auch zu rot-grünen Zeiten, zur Zeit in der Großen Koalition. Sie gelten auch für diese Bundesregierung. Und da wird jeder Einzelfall im Detail genau behandelt. Im Übrigen dann auch vom Bundessicherheitsrat. Und da wird nicht nur allgemein die Lage in dem Land begutachtet, sondern auch, wie sicher ist die Aussage, dass zum Beispiel einzelne Güter nicht weitergegeben werden, zum Beispiel an Drittstaaten. Und das wird jedes Mal im Einzelfall neu behandelt. Das ist keine Neuigkeit, sondern handelt sich um Regeln, die allgemein bekannt sind und an die sich bisher alle Bundesregierungen in der letzten Zeit gehalten haben. Immer. Der Herr Löning, Ihr Parteifreund, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, fordert seit langem einen kompletten Exportstopp für Rüstungsgüter nach Mexiko. Warum unterstützen Sie dann trotzdem finanziell Präsentationen solcher Güter in Mexiko und in Deutschland? Nochmals, wir haben klare Regeln, die sind auch nicht willkürlich auszulegen von irgendeinem Mitglied der Bundesregierung, also auch nicht vom Wirtschaftsminister, sondern wenn Anträge da sind, dann werden die in den Gremien jeweils beraten, in den gemeinsamen Ausschüssen, dazu gilt übrigens auch das Auswärtige Amt, und dann kommt man zu einer Entscheidung und die wird jedes Mal wieder aufs Neue für jeden Einzelfall getroffen, da gibt es weder pauschale Absagen noch pauschale Zusagen. Gibt es weitere Fragen? Herr Gräbert? Frage zu Syrien, nachdem es also offenbar ja in Washington eine Atempause gibt in der Frage, ob es zu einem militärischen Einsatz kommt oder nicht. Wie haben Sie heute im Präsidium darüber gesprochen? Wie soll es in der Syrien-Frage jetzt weitergehen? Es ist natürlich die Chance, dass die Diplomatie weiter Raum greift. Der Außenminister hat das, glaube ich, immer sehr treffend vom Ton, von der Orientierung her zum Ausdruck gebracht. Die Diplomatie muss versuchen, auch jetzt bei den G20-Treffen in Russland, dass man eine Lösung findet, eine Antwort auf diese schrecklichen Giftgaseinsätze. Und ich habe auch Bilder sehen können bei einer Redaktion, die nicht veröffentlicht werden, aus gutem Grund nicht veröffentlicht werden. Das ist schon tief bedrückend und bewegend. Und deshalb muss die Völkergemeinschaft eine gemeinsame Antwort darauf finden. Und die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten gibt der Diplomatie eine zusätzliche Chance, die intensiv genutzt werden muss. Sehen Sie den Schlüssel jetzt dazu in Moskau zur Lösung der Krise in Syrien? Auch in Moskau, auch in Peking. Das muss gemeinsam auf den Weg gebracht werden, denn es darf nicht einreißen. Selbst im Zweiten Weltkrieg wurde kein Giftgas eingesetzt, aus guten Gründen, weil man die Erlebnisse vom Ersten Weltkrieg hatte, dass wir hier diplomatische Wege dies verhindert, dass es zu weiteren Einsätzen kommt und hier Klarheit hat von Untersuchungen. Es war auch Unterstützung der Bundesregierung, dass man so schnell die Proben in die Labors gebracht hat, das gilt es abzuwarten. Noch eine Nachfrage? Würden Sie es denn befürworten, dass die internationale Gemeinschaft sich auf eine Strafaktion einigt, wie das Herr Präsident Obama vorschlägt? Und würden Sie es auch befürworten, dass sich dann Deutschland an so etwas beteiligt? Auf jeden Fall wäre es notwendig, dass das Völkerrecht beachtet wird. Und dazu sind Beschlüsse der Vereinten Nationen notwendig. Man muss die Situation dann kennen, was die Ergebnisse und Untersuchungen gebracht hat. Ich halte einen militärischen Einsatz von Deutschland nicht für möglich. Dann scheint der Fragebedarf erschöpft zu sein. Dann bedanken wir uns und wünschen noch einen schönen Tag. Okay. Okay.